Die ersten sonnigen Wettertage haben endlich Einzug gehalten und laden die Besucher herzlich zum Baden im Seegelände Rauchwart ein. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen, die die Gäste erwarten. Eine der bemerkenswertesten Veränderungen betrifft den Kinderspielplatz, der einer umfassenden Sanierung unterzogen wurde. Zudem wurde der Bootsbestand um 2 neue Tretboote erweitert, um den Besuchern noch mehr Möglichkeiten für einen aktiven Aufenthalt zu bieten. Doch das sind nicht die einzigen Neuheiten, auf die sich die Gäste freuen dürfen. Landtagspräsidentin Verena Dunst, Barbara Balkowitz vom Seerestaurant, Bürgermeisterin Michaela Raber und Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl informierten ausführlich über die Neuerungen. Ja, meine Damen und Herren, wahrscheinlich nicht überraschend, für mich mit großer Freude heute in der Gemeinde Rauchwart, hier am See, im Seerestaurant, denn wie Sie schon gehört haben, gibt es hier sehr, sehr positive Entwicklungen. Die Frau Bürgermeisterin wird nach mir über diese positiven Entwicklungen, was alles investiert wurde, was man wieder auf Vordermann gebracht hat, wird über das referieren. Und als Dritte wird dann die neue Pächterin, über die wir uns sehr freuen, dass sie hier die Verantwortung für das Seerestaurant übernommen hat, Ihnen über ihre Motivation, warum, was sie vorhat und so weiter erzählen. Und da freuen wir uns sehr darüber, denn ich denke, es gibt, und ich kann nur wieder die letzten Zahlen, und das möchte ich Tourismuszahlen zitieren, es gibt nichts Besseres, als wenn die Menschen wissen, wenn ich wo Mineral stehen bleibe, wenn ich irgendwo was essen möchte, dass da was offen ist. Ich war jetzt in einem Seminar vor kurzem, da ging es auch um den Tourismus im Burgenland. Und es kommt halt immer wieder zurück, unglaublich. Und ich möchte jetzt beim Südburgenland bleiben, unglaublich, was das Südburgenland zu bieten hat. Gerade auch die Seen, auch hier, Frau Bürgermeisterin, ich weiß, das ist eine riesige Verantwortung, aber der See ist sehr, sehr beliebt. Das zeigt sich auch bei der Nächtigungsstatistik, das zeigt sich beim immer beliebter werdenden Park, den du hier ja wirklich, ich sage mit Absicht Park, weil es ist ein Park und so weiter. Also das läuft. Nur was ich dann zurückkriege und was dort auch im Seminar gesagt wurde, dass wir Probleme haben mit den Restaurants, mit den Buschenschenken nach wie vor. Und da müssen wir wirklich alles daran setzen. Ich möchte kurz zurückgehen und zwar einige Zahlen und Daten. Weil ich kann Ihnen viel erzählen und dann stimmt die Statistik dazu nicht und daher möchte ich gerne mit der Statistik beginnen. Wir haben nach Corona-Jahren, ich hatte gestern beispielsweise die Präsidentin aus Saarland zu Gast, die hat großes Interesse im Saarland den Tourismus, also Landtagspräsidentin, den Tourismus anzukurbeln und sagt, wie macht ihr das? Und ich war den ganzen Tag gestern mit ihr im Norden unterwegs, unter anderem auch in Rust, und so weiter. Und sie sagt natürlich absolut richtig, wie habt ihr das geschafft in Corona-Zeiten? Und lassen Sie mich kurz zurückschauen. Sie war völlig überrascht über diese Initiative mit den 75 Euro. Ich habe auch erklären können, wie wir das gemacht haben. Nämlich wirklich unbürokratisch. Wenn du 3 Nächte bleibst, kannst du dir, wird an der Rezeption oder wo immer du bist, im Kellerstöckel, die 75 Euro abgezogen. Das war so ganz, ganz wichtig, um die Zahlen zu halten. So, jetzt ist Corona vorbei. Und Sie können sich vorstellen, was das große Thema und die Herausforderung war. Die Herausforderung war, sagen wir uns ehrlich, wer war in Corona-Zeiten da? Der Norden hat den Süden entdeckt. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Burgenländer und Burgenländerinnen im Süden gesehen. Und umgekehrt aber auch. Das heißt, die Binnengäste im Tourismus waren sehr, sehr viele. Das bedeutet, eigenes Bundesland, Österreich kennenlernen. Und sind natürlich die Gäste aus Deutschland, wenn man sich die Statistik hernimmt im Tourismus, ist es vor allem für das Südburgenland der Wiener Gast, Wiener Umlandgast, aber sonst auch aus allen anderen Bundesländern. Aber der deutsche Gast ist uns in dieser Höhe, wie wir sie immer hatten, bisher ausgeblieben. Den haben wir verloren, weil er auch in Deutschland seinen Corona-Urlaub gemacht hat, dort, wo es möglich war, auch seine eigenen Bundesländer kennengelernt hat. Und jetzt fliegt er wieder und fährt irgendwo hin an die Küste, ans Meer. Und da müssen wir alles daran setzen,
dass der in dieser Anzahl wiederkommt. Wir haben uns also schon ein bisschen gefürchtet vor den ersten Statistiken. Und die erste Statistik für eine Sommerstatistik ist immer der März. Und jetzt darf ich Ihnen die Zahlen genau vorstellen. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. März 2023, im Südburgenland 20.899 Ankünfte. Gesamter Südburgenland-Tourismus. 20.899. Wie viel waren es im Jahr 2022, weil genau um diese Vergleichszahl geht? Diese 75 Euro Bonus ist weggefallen und trotzdem haben wir heuer mehr. Im Jahr 2022 waren es 20.438. Also doch um 400 mehr als 400 mehr. Also heuer 20.899, im Jahr 2022 20.438. Jetzt darf ich Ihnen vielleicht die März-statistisch noch ein bisschen erklären. Warum? Statistisch erklären heißt, der März ist ja nicht der Hochsommer. Das sind Gäste, die in die Therme kommen und so weiter. Übergangszeit, so wie es heuer war, es war noch relativ kühl im März. Und jetzt geht es erst richtig los im April, aber wir haben die April-Zahlen wie immer noch nicht, weil das immer zwei Monate nachhinkt. Weder bei der Statistik Austria noch beim Tourismus und so weiter haben wir die noch. Jetzt sind das Ankünfte. Jetzt geht es um die Übernachtungen und auch da haben wir 2023 einen absoluten Schub wieder bekommen. Also Übernachtungen waren im März im Südburgenland heuer 65.426. Heißt, auch für die Nicht-Touristiker erklärt, warum unterscheide ich zwischen Ankünfte und Übernachtungen? Naja, weil es darum geht, die kommen, wie lange bleiben sie? Und wenn wir heuer schon 65.426 Übernächtigungen haben im März, dann bedeutet das, dass die Menschen länger bleiben, nämlich zumindest, die Statistik schaut gut aus, wieder fast 3 Tage. Wie viele Übernachtungen im März 2022? 63.074. Also um über 2.000 weniger. Also März 2022, 63.074, heuer 65.426. Super. Die Region ist beliebt, was wir auch abgefragt haben seitens des Tourismus. Wo sind so die Magnete, also was zieht an? In erster Linie kommt immer mehr die Natur. Und da liegen wir richtig mit der Strategie, mit der Tourismus- und Infrastrukturstrategie des Landes. Nämlich in Rad, ich sehe eh da drüben Gäste mit Radmontur, begrüße Sie herzlich, schön, dass Sie da sind. Bei Ihnen sieht man es, Radl fahren. Das bedeutet, dass die Menschen die Nähe zur Natur suchen. Das verändert sich immer mehr, Aktivurlaube werden immer mehr nachgefragt. Und man kann ja da mit aktiv und passiv sehr, sehr gut das koordinieren, weil am Tag fahre ich wohin und kann am Abend genießen die Kulinarik und ich sage immer, dann kann man wieder die Kalorien aufholen. Auf alle Fälle Natur, Radfahren, Gehen, Walken, Schwimmen, das sind die Dinge, die am meisten ankommen im Südburgenland. Wir liegen also gut und müssen schauen, dass wir dann natürlich immer wieder in die Infrastruktur weiter investieren. Sie suchen also auf der einen Seite, die Menschen geben an, wir suchen Ruhe und Erholung, auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch Bewegung. Was wir jetzt auch schon sehen ist, es bleibt dabei, die Kurzurlaube auch im Südburgenland nehmen zu. Die Menschen machen 4, 5, 6 Mal Urlaub, immer vorausgesetzt, man kann sich das leisten. Und nicht die langen Urlaube und einmal im Jahr. Die Zeit ist, glaube ich, ziemlich vorbei. Ja, ich habe vorher vergessen, vielleicht die Mountain Trails und Radrouten. Radrouten, das haben wir auch hinterfragt, wäre natürlich eher von Menschen wie mir aufgesucht. Mir reicht ein paar Kilometer Radtour und das Mountainbiken und die Mountain Trails, das ist natürlich. Und da wollen wir eine neue Gästeschicht herbekommen, ist schon was anderes. Und da geht es an die Sache.
da fahre ich viel, da fahre ich Berge, da habe ich natürlich ganz einen anderen Aufwand mit Sport und Muskelbewegung und so weiter. Jetzt kommen wir zu Rauchwart, bevor ich übergeben darf. Natürlich verbindet Rauchwart und der See hier eigentlich alles. Ich kann eine Runde um den See gehen, ich kann eine Runde um den See laufen, ich kann in der Umgebung, der Badesee ist angeschlossen an die Radroute, ganz, ganz wichtig, da kann ich Halt machen. Und deswegen ist so wichtig, wenn ich Halt mache, will ich was trinken, will ich was essen, dass wir eine gescheite Gastronomie haben. Und als mir die Bürgermeisterin voriges Jahr gesagt hat, oje, oje, da wird neu vergeben, habe ich schon die große Panik gekriegt. Weil ich es doch erlebe, dass wir oft die Gastronomie nicht mehr nachbesetzen können. Und da bin ich sehr, sehr froh. Wir kennen alle die neue Pächterin. Wir wissen, mit welchem Elan, mit welcher Motivation, mit welchem Engagement sie an die Sache tritt. Und sie ist auch stressresistent, das weiß ich. Und sie kann auch sehr gut organisieren und hat hier eine große Crew zusammengebracht. Auch dazu gratuliere ich. Warum? Das Thema ist ja oft gar nicht der Wirt selber, sondern dass er Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kriegt. Es ist super gelungen, habe ich schon gesehen. Einige, die sozusagen geblieben sind, andere, die neu dazugekommen sind, die ich da gerade reingeschaut habe. Das bedeutet, ich bin sicher, dass gerade hier in Rauchwart und Umgebung das super heuer laufen wird. Mehr wissen wir in einer Woche, aber dann sollten wir, oder in zwei Wochen, 10 Tage jetzt geheißen, dann sollten wir die April- und die Mai-Zahlen bald haben. Und wo es im April heuer war, war natürlich auch nicht vergleichbar, aber auch wieder kälter, Regentage und so weiter. Aber wie es ausschaut, wird sich ja das ändern. Und dann wird das ja hoffentlich auch anders ausgehen. Was Sie nicht vergessen dürfen, und die vielleicht ein letztes Zahlenwerk von mir, wir müssen natürlich seitens des Landes und der Landtag und der Abgeordnete Sodl ist ja da an meiner Seite, muss natürlich viel Geld in die Hand nehmen für die Ausrichtung der Infrastruktur, weil ohne Geld kann man, es hilft nichts, man muss gescheite Infrastruktur, Wegeausbau, instand halten und so weiter, weil ich kann nicht dann zum Gast sagen, dann steigen Sie ein bisschen an, fahren Sie jetzt 4 Kilometer, schieben Sie oder nehmen Sie Ihr Radl in die Hand, weil da gibt es nichts, das geht nicht, der kommt uns nicht mehr, der zum Radfahren kommt. Nur einige Vergleichszahlen: im Jahr 2015 ist beispielsweise für die Infrastruktur 16,1 Millionen ausgegeben worden vom Land Burgenland. Im Jahr 2022 waren es schon 41,6 Millionen. Und für das Jahr 2023 sind budgetiert, das haben wir im Landtag im Dezember beschlossen, 43,7 Millionen. Das heißt, 2015 16,1 Millionen, 2022 ein Vielfaches, nämlich dreimal so viel, 41,6 Millionen und 2023, gerade durch die Trails und so weiter, 43,7 Millionen. Und ich kann mich nicht erinnern, wenn ich immer an die Rechnungsabschlüsse, Abgeordneter Sodl, denke, dann habe ich noch nie erlebt, dass da immer viel Geld liegt geblieben ist. Das ist ausgegeben worden und das ist auch gut so. Vielleicht auch noch, was ich erwähnen möchte, und ich bitte dann den Abgeordneten Sodl, dass er eher diesen Part dann schwerpunktmäßig besetzt. Natürlich haben wir, und das war gestern auch von der Landtagspräsidentin aus Saarland eine Frage, naja, aber jetzt haben die Radl, die Touristen, was tun sie mit denen, wie kommen sie wieder zurück? Wie kommen sie von A nach B, weil sie wollen ja nicht gleich vom Hotel oder vom Kellerstöckl oder wo oft starten, sondern wollen beispielsweise im Mountain Trail irgendwo einsteigen. Hier hat die VPB eine gute Lösung. Sie hat gesagt, naja, aber wie tut es das? Ich sage, es ist eine 100%-Tochter und deswegen geht's. Weil anders geht's gar nicht. Die VPB hat hier ganz klar die Verkehrsbetriebe Burgenland im Landesbesitz der Steuerzahler 3 neue Buslinien geschaut einmal und vor allem deutliche Verbesserungen für die Touristen. Das heißt, im Art Rufsammeltaxi, aber du führst es dann aus, kann der Tourist auch sagen, ich hänge morgen ab 20 Uhr im Buschenschank oder im Seerestaurant, bitte abholen. Und das ist eine Sicherheit. Weil damit kann ich natürlich dementsprechend wissen, ich kann was trinken, das soll es ja sein, ne? Dass was getrunken wird, dass gegessen wird, dass die Menschen einmal länger sitzen bleiben, hoffen wir, als wir sie eigentlich vorhaben. Und damit wird die ländliche Region natürlich schon sehr, sehr aufgewertet. Also ein flächendeckendes Mikro-ÖV-System
als Ergänzung dazu und ich finde das ideal. Frau Bürgermeisterin, danke. Du hast ja nicht nur geschaut auf deinen Campingplatz, sondern hast ja einiges Neues. Genau, Dankeschön. Ja, auch ich darf Mikro brauchen. Auch ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen in der aufstrebenden Gemeinde Rauchwart. Aufstrebend daher, weil sich vieles zum Positiven entwickelt hat und vor allem auch die Zahl der Hauptwohnsitzer hat sich erfreulich nach oben geführt. Wir haben nämlich zurzeit aktuell 480 Hauptwohnsitzer. Wenn ich zurückdenke, vor 10 Jahren waren wir noch unter 450. Also das ist sehr erfreulich. Wir haben auch 186 Nebenwohnsitzer, die unsere Region beleben. Das möchte ich auch ganz ausdrücklich erwähnen. Und erfreulich ist auch, dass der eine oder andere Nebenwohnsitzer dann auch manchmal zu einem Hauptwohnsitzer wird, nämlich dann, wenn er in die Pension geht oder wenn sich arbeitstechnisch etwas verändert, wenn er vor Ort einen Arbeitsplatz findet oder so wie es jetzt ist, dass es oft die Möglichkeit gibt, Homeoffice zu betreiben, werden dann auch manchmal Nebenwohnsitzer zu Hauptwohnsitzern. Das freut uns natürlich sehr. Ja, natürlich ist es auch wichtig, dass man ein gutes Bildungs- und Betreuungsnetz für die Kinder hat, weil dann ist man sich auch sicher, dass man hier wohnen kann. Da kooperieren wir mit der Marktgemeinde St. Michael. Im Herbst, im kommenden Herbst, wird es eine Kindergrippengruppe geben. Dann geht es weiter in den Kindergarten, in die Volksschule bis hin zur Mittelschule. Und wir sorgen auch für die Nachmittagsbetreuung. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, warum sich auch Leute in Rauchwart niederlassen. Ja, was kann ich noch erwähnen? Natürlich, wie die Präsidentin schon eingangs gesagt hat, Rauchwart ist bekannt für ihren schönen Badesee. Wir freuen uns mit dir, Babsi, dass du unsere Gastronomie übernommen hast. Wir freuen uns über die vielen Camper, die bei uns Urlaub machen. Und die Radfahrer, die heute schon ein paar Mal erwähnt wurden, finden es auch sehr schön in Rauchwart. Es ist oft, kommt man her und es stehen 40, 50 Radeln da und die Leute sitzen. Das freut uns natürlich sehr. Vielleicht auch noch ein paar Zahlen. Rauchwart, ich habe jetzt die Zahlen abgefragt von der letzten Saison, vom letzten Jahr. Wir haben in Rauchwart in der Saison rund 7.000 Nächtigungen gehabt, 2022, und 20.000 Badegäste. Das ist, glaube ich, eine Zahl, die man unbedingt erwähnen kann und muss. Wie gesagt, die Radfahrer als Gäste habe ich schon erwähnt und unsere Campingfreunde ebenso. Ja, aber natürlich muss man halt auch immer schauen, dass unser Ziel Badesee recht attraktiv bleibt. So haben wir jetzt auch heuer den Kinderspielplatz am Badesee General saniert. Es wurde ein Fun-Court errichtet, der auch sehr gerne und gut angenommen wird. Nicht nur von der Jugend, auch von etwas reiferen Personen treffen sie dort zum Basketballspielen, Fußballspielen. Sehr beliebt ist der Beachvolleyballplatz. Da überlegen wir schon für die nächste Saison vielleicht einen zweiten zu errichten, damit nicht so lange Wartezeiten sind. Und dass auch Turniers ausgetragen werden können. Ja, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, wie wir schon gesagt haben, die Gastronomie. Und da wissen wir, ich war verantwortlich für die Gemeinde und auch meine Gemeinderatskollegen haben natürlich immer das Ohr bei den Menschen. Und da wissen wir, dass wir einfach jetzt müssen hier reagieren und das Restaurant attraktivieren und ausbauen. Es ist uns wichtig, dass das Badesee-Restaurant auch winterfest ist, das heißt ganzjährig betrieben werden kann. Wir sind jetzt in der Planungsphase, es wird ein Zubau gestartet werden, der dann ganzjährig betrieben wird und in der nächsten Bauphase wird der Altbestand general überholt. Das heißt, es werden die ganzen Sanitäranlagen umgebaut werden und vor allem ganz, ganz wichtig im Neubau wird sein die Küche. Wir haben ja eine gute Küche und die soll halt auch praktisch und modern dann ausgeführt werden. Ja, Kleinigkeiten, die man auch immer wieder macht, ist zum Beispiel, haben wir heuer zwei neue Tretboote angeschafft. Die Kinder freuen sich schon, unser Fuhrpark mit den Tretbooten ist jetzt aufgestockt worden. Wir haben jetzt 5 Tretboote und auch Paddelboote sind vor Ort und die werden gern und gut angenommen.
Somit kriegen wir auch manchmal die Schulgruppen her, also genau zum Schulschluss tummeln sich sehr viele Schüler hier vor Ort, verbringen ihre letzten Schultage im Rauchwarter See, was sehr, sehr erfreulich ist. Sie sind gern gesehen und dürfen dann den Eintritt unterlassen wir den Schülern, die dürfen dann gratis reinkommen und sie nutzen dann eben die Boote dafür und eben dann das Eisgeschäft pumpt dann, weil die Schüler da sind. Also das ist sehr wichtig, dass sich da was tut. Ja, mit unserem Seerestaurant, mit unserem Gasthaus in den Bergen und mit unserer Kreislerei, die wir noch im Ort haben, und einen Buschenschank, der auch immer wieder in den Sommermonaten offen hat, ist, glaube ich, unser Nahversorgernetz ganz gut aufgestellt und können somit mit den größeren Tourismusgemeinden Schritt halten. Ja, schauen, ob ich noch sonst irgendwas weitergeben möchte. Ja, vielleicht was noch ganz wichtig ist, die Feuerwehr Rauchwart wurde auch ausgestattet mit einem Tanklöschfahrzeug, was ganz wichtig ist, sowohl für unsere Ortsleute als auch für unsere Campinggäste hier am See. Es ist wichtig, dass die Sicherheit gegeben ist und daher haben wir auch eben dieses Fahrzeug angeschafft. Was tun wir noch der Umwelt zuliebe? Wir rüsten unsere Straßenbeleuchtung auf LED um, soweit wir es noch nicht haben. Das ist auch für dieses Jahr noch geplant und wir forcieren auch den Weiterausbau der Photovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden. Das steht auch noch am Programm dieses Jahr. Dankeschön. Bitte, Frau Wirtin. Dankeschön, also ich bin die Barbara, die neue Pächterin des Seerestaurants. Warum haben wir das gemacht? Weil wir meinen, dazu prädestiniert zu sein. Unser selbstgemachtes Eis, das sind immer 16 verschiedene Sorten, was wir da haben. Das variiert natürlich, je nach Saison, was haben wir gerade, was ist gerade saisonal sehr aktiv. Und das geht sehr, sehr gut. Also ich denke, dass ein See für sowas sehr prädestiniert ist. Ja, warum das? Es ist einfach eine tolle Location. Ich darf arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist natürlich ein Traum. Was ist neu? Eben, dass wir ganztägig die warme Küche haben mit fixen Öffnungszeiten, also egal ob Schlechtwetter oder nicht, wir haben fix bis 21 Uhr Küche. Wir haben täglich Menüs, versuchen das sehr auf Hausmannskost zurückzugreifen, da die Karte dann da mit Pizza, Imbissen und die Klassiker wie Wiener Schnitzel, Cordon Bleu, dass wir da ein bisschen was anderes aufgreifen. Zum Beispiel freitags haben wir jeden Tag Bohnensterz, sonntags wird es meistens Schweinsbraten, Tafelspitz, solche Geschichten geben. Einfach, dass man ein bisschen die Region aufgreift, vielleicht einmal so Krautstrudel, Kartoffelstrudel, einfach gute bodenständige Küche. Was ich noch vorhabe, dieses Jahr sollte ich übernächste Woche bekommen, einen mobilen Verkaufsstand. Da möchte man nachher einfach vielleicht ein paar Wurstsemmel, gekühlte Getränke, vielleicht auch Eis, dass man einfach rund um den See fahren mit einer netten Klingel, dass die Leute nicht so weit gehen müssen, sondern auch direkt dort aktiv verkaufen können und die Leute es einfach ein bisschen einfacher haben, dass sie sich eine Kleinigkeit oder Getränk oder einen Snack holen. Ja, sonst an und für sich die Sachen, was wir aufgebaut haben, unsere frischen Früchte, Soda, was sehr begehrt sind, einfach mit viel frischen, fruchtigen Sachen arbeiten. Und ja, ich denke, das wird gut funktionieren und ich freue mich sehr auf die Saison und aufs hoffentlich schöne Wetter. Ich habe das schon gelesen, Kompliment, das ist genau das, was Sie sagen. Nämlich da wirklich die Sommerspritzer, die Sommergetränke, das, was man trinkt am Badesee. Ja, das. Und diese Früchte-Soda mit den richtig vielen frischen Früchten, das kommt sehr gut an. Also das mögen die Leute sehr, sehr gern. Könnten Sie vielleicht noch sagen, was Sie bisher getan haben, so ein bisschen eine Übersicht? Also, jetzt muss ich nachrechnen, seit gut über 20 Jahren in der Gastronomie und 2019, einen Monat vor Corona, haben wir dann das Gampe übernommen. Ja, tatsächlich haben wir im Gampe schon immer viele Gäste vom Badesee gehabt. Die, was dann recht gern gekommen sind und gesagt haben, mei, das gute Eis und die Pizza und schon am Bodensee hat es halt nicht immer gegeben, was wirklich oft gekommen sind. Und das war für mich natürlich auch ein Beweggrund, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das da so gut ankommt, dann wird das am See sicher auch eine ganz tolle, feine Geschichte werden. Ne?
Wie haben Sie es geschafft, Personal? Weil ich höre das immer wieder natürlich von Tourismusunternehmen, kein Personal zu kriegen. Mhm. Aber Sie haben eins gekriegt, dazu gratulieren wir. Dankeschön. Also mit der Michaela, wir haben auch ein paar übernommen, was vorher schon da waren. Und ich habe auch vorher, also bevor ich mich entschlossen habe, mich hier zu bewerben, habe ich auch mit meinem ganzen Team Rücksprache gehalten. Habe gefragt, Leute, wie schaut es aus? Helfen wir zusammen, helft es mir, machen wir. Es werden wahrscheinlich mehr Stunden werden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Personal bekomme ich, weil es tatsächlich sehr schwierig ist, bei uns Personal zu bekommen. Aber das ganze Team ist hinter mir gestanden und hat gesagt, Papsi, ja, das machen wir, das gehen wir an. Und so tut man sich halt auch schon ein bisschen leichter. Und auch meine Mitarbeiter haben Bekannte gehabt, was auch schon vorher gefragt haben, Papsi, hast du nicht noch einen Platz für uns frei? Da haben wir zum Beispiel nachher die Köche her, wo ich gesagt habe, so Burschen, jetzt ist es soweit, jetzt könnt ihr kommen. Und ja, aber nach wie vor Kellner suche ich noch immer an. Es ist nicht ganz natürlich, dass man auch ein besseres Service leisten kann, weil es sind manchmal doch Wartezeiten, was man wirklich sehr leid tut, aber manchmal gibt es einfach Wartezeiten aufgrund des Personalmangels. Ne? Aber ich hoffe, dass wir das auch bald schaffen auszumerzen. Sie haben gesagt, bis 21 Uhr, was ich schon mal wichtig finde, weil das muss ein... Die Menschen wollen sich verlassen. Genau, genau, ganz wichtig. Und wenn nichts los ist, mache ich dann einmal um 6 Uhr zu, ja. Weil nur zwei Leute da sitzen. Genau, ganz ein wichtiger Faktor für mich. Und wann geht es los in der Früh? Geöffnet haben wir ab 8 Uhr. Okay. Ja. Und natürlich kann man sich auch was telefonisch bestellen. Und unbedingt auch alles zum Mitnehmen, sämtliche Produkte. Ja. Na, viel Erfolg. Vielen Dank. Viel Erfolg. Und der Abgeordnete wird jetzt nochmal, weil er ist ja viel besser informiert, als ich das bin, nochmal sagen, was so wichtig ist auch für den Tourismus und dass ihr das draußen wisst. Nämlich, dass du zu dem Gast sagen kannst, hallo, du kannst abgeholt werden. Du musst dich nur rechtzeitig melden. Dankeschön. Ich darf mich recht herzlich bedanken, dass ich heute dabei sein darf bei diesem Anlass hier Badesee Rauchwart. Wiederum Highlight, dass es ja bereits ist, hier zu verfestigen, eine Pächterin gefunden zu haben. Ist man natürlich als Nachbarbürgermeister von der Michi, wo man sich ja darüber hinaus schon viele Jahrzehnte kennen und wissen an und für sich, wie sich unsere Gemeinden, wie sich unser Bezirk, wie sich unsere Region, wie sich unser Bundesland Burgenland entwickelt hat, wenn ich vielleicht ein bisschen ausholen darf. Und viele von Ihnen wissen, und wir haben es teilweise schon wieder vergessen, das ehemalige Armenhaus Österreichs, das jüngste Bundesland, aber letztendlich doch aufgrund der toten Grenze, die wir hatten und in den Nachkriegszeiten an und für sich viele unserer Väter, Großväter nach Wien gependelt sind, um dort zu arbeiten. Die Familienfrauen haben zu Hause eine kleine Landwirtschaft gehabt. Es war die Landwirtschaft klein strukturiert. Es war an und für sich zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, sage ich jetzt einmal. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern können, wie es die Burgenländer-Witze gegeben hat. Letztendlich und trotzdem dürfen wir heute ganz einfach sagen, okay, wo stehen wir heute und was ist der Grund? Der Grund ist natürlich immer wiederum, dass unsere Menschen im Burgenland, vor allem im Südburgenland, immer wenn sie ganz einfach als Pendler ausgewandert sind, dass immer sehr gern gesehene Arbeitskräfte waren, sage ich jetzt einmal, in den verschiedensten Branchen, weil sie einfach fleißig, verlässlich sind. Und wenn man jetzt zurückblickt und sagt ganz einfach, und dann haben wir auch die Zeiten erlebt im Südburgenland, wo wir immer gesagt haben, naja, ab einem Siegerumner Sattel hört sich das Burgenland auf, das arme Südburgenland, da kommt nichts over. Und ich glaube, das muss man auch grundsätzlich sagen, so unter dem Titel tue ich Gutes und sprich auch darüber und es fällt nicht alles vom Himmel. Und letztendlich sage ich jetzt einmal, wenn wir jetzt heute hier sitzen dürfen und unsere Gemeinden im Südburgenland, im Bezirk, in der Region als Nachbarbürgermeister ganz auch einfach Rauchwart jetzt sehen, dann müssen wir schon sagen, dass uns die EU-Förderungen, die Ziel-1-Förderung natürlich sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, die Grundlage geschaffen hat, ob das jetzt an und für sich unsere Thermen sind, die damals an und für sich sehr gefördert wurden, Infrastruktur der Gemeinden gefördert wurden, viele, viele Projekte,
Frau Präsidentin, damals in deinen Wirkungsbereich der Dorferneuerung. Wie viel Geld das in unsere Gemeinden gekommen ist, darfst du aus meiner Gemeinde sagen, ganz einfach die meisten Dorferneuerungsprojekte. Und das waren keine Luftschlösser, die hier gefördert wurden, das waren ganz, ganz wichtige Projekte, die letztendlich heute den Status quo widerspiegeln, wo wir heute stehen. Natürlich wiederum mit neuen Herausforderungen, aber ich glaube, da können wir schon grundsätzlich sehr, sehr stolz sein, wo es aus dem Südburgenland, aus unseren Gemeinden geworden ist. Michi hat ja eigentlich erst im vergangenen Jahr die Eigenständigkeit der Gemeinde Rauchwart gefeiert, sage ich jetzt einmal. Wir wissen, was für Herausforderungen wir hier gerade im Südburgenland mit unseren kleinen, feinen Gemeinden haben. Aber letztendlich wissen wir die große Herausforderung der Streusiedlungen, das heißt die ganze Infrastruktur seitens der Gemeinden aufzubauen und hier letztendlich instand zu halten. Und wenn ich da jetzt zurückkomme, natürlich, Michi, bewundere die um deinen See, touristisch das auch natürlich umzusetzen, und da brauchen wir viele Partner, ich komme dann eher noch auf die Babsi, natürlich die Gastro, aber letztendlich ist es ein großer Verantwortungsbereich, das hier zu machen, zu betreiben, eine große Herausforderung, und das ist nicht immer einfach, das wissen wir ganz einfach, wir sind dort natürlich in vielen Bereichen, sind wir hier verantwortlich. Es fängt von der Sicherheit an, in vielen Bereichen bis hin, dass das funktioniert. Aber letztendlich den Kreis dann zu schließen, ist eigentlich, dass man da einen Partner braucht. Dafür, Babsi, danke und wünsche dir natürlich alles Gute. Wir wissen auch in der Gastro, was für große Herausforderungen wir hier haben, was personell bedingt, ganz einfach Mitarbeiter zu finden, die dann letztendlich den Erfolg oder auch den Misserfolg ausmachen. Wissen wir ganz einfach, wir brauchen Menschen um irgendwas zum Daheim und irgendwas auf die Reiz bringen, so auf Südburgenländisch, und da brauchen wir einfach die Leute dazu. Ja, Frau Präsidentin hat es natürlich schon angesprochen, und der Erfolg setzt sich aus vielen Baseln zusammen, sage ich immer wiederum, und da gehört auch mitunter dazu, Frau Präsidentin hat es schon angesprochen, gehört dazu natürlich jetzt dieser sanfte Tourismus, um den wir sich schon bemühen, wir wollen keinen Massentourismus. Die Menschen aus vielen, vielen Gründen, das jetzt Covid war, viele Dinge, wo an und für sich sehr viele Menschen ins Burgenland, in das Südburgenland kommen, und wenn sie das erste Mal kommen, sagt, ihr seid die Toskana Österreichs. Also, glaube ich, wir sehen es manchmal gar mehr nicht, was für eine wunderschöne Gegend, das wir haben, an und für sich, und dazu gehört natürlich auch die Infrastruktur. Ein großes Manko war, das haben wir ja immer gewusst, aufgrund unserer kleinen Gemeinden und der großen Streusiedlungen, der öffentliche Verkehr in dieser Form. Und ich behaupte jetzt, mit September dort zu starten, die Basis und die Grundlage ist mit den Verkehrsbetrieben Burgenland damit jetzt gemacht. Wir betreiben sehr erfolgreich, sage ich jetzt einmal, für die Menschen im Südburgenland, aber auch als Unternehmen, die Verkehrsbetriebe Burgenland. Viele von Ihnen waren dabei, wie wir den Startschuss gegeben haben, an und für sich Richtung Graz, wo man öffentlich, verkehrstechnisch, ja wirklich, war das ein weißer Fleck, wenn ich so sagen darf. Man hat das Sightseeing-Touren in die Steiermark machen können, aber nicht unbedingt zu einer Arbeitsstätte zu kommen oder zu vielen Dingen, weil man halt ganz einfach die Zeit zu lang war. Und dort haben wir sehr erfolgreich gestartet, sage ich jetzt nochmal, die Verkehrsbetriebe Burgenland, der Stadt Graz. An und für sich spiegelt das jetzt auch den Erfolg an den Zahlen der Fahrgäste wider. Letztendlich fahren wir seit vergangenen Jahr jetzt auch Wiener Neustadt sehr erfolgreich. Letztendlich mit September wird dann die Schnelllinie nach Eisenstadt erschlossen. Und das, was für uns, fürs Burgenland so, so wichtig ist, öffentliche Verkehr in unseren Gemeinden zu haben. Das heißt, mit den Haltepunkten in den Bezirken Oberbullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf zu starten und jeder Einzelne maximal 300 Meter von seinem Wohnhaus einen Haltepunkt vorzufinden, wo er dann letztendlich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zur nächstgelegenen höheren öffentlichen Linie gebracht wird, sage ich jetzt einmal.
in vielen, vielen Bereichen. Natürlich für unsere Pendlerinnen und Pendler. Unser größtes Ansinnen ist natürlich, sage ich immer wiederum, das uns ja auch gelungen ist, das Burgenland hat noch nie so viele Arbeitsplätze gehabt in der Geschichte des Landes. Das ist das Wichtigste, dass wir hier Arbeitsplätze halten und schaffen, dass unsere Menschen so nah wie möglich an ihrem Wohnort eine Arbeitsstätte finden, aber letztendlich dort die Menschen auch mitzunehmen in den öffentlichen Verkehr. Das heißt an und für sich leistbar, Sicherheit und eine schnelle Anbindung zu haben. Und ich behaupte mit September, obwohl das eine sehr große Herausforderung wird für die Verantwortlichen von den Verkehrsbetrieben Burgenland. Aber letztendlich sage ich jetzt einmal in die Richtung, sicherlich ein wesentlicher Faktor. Und jetzt geht es nicht nur um die Pendlerinnen und Pendler, die aus unserem Land, aus unserer Region ganz einfach zur Arbeitsstätte kommen, sondern letztendlich auch die Chance bietet, ganz einfach aus diesem Nahverkehr, wo wir jetzt die Verkehrsbetriebe Burgenland ja das erschließen, sehr wohl auch Gäste zu uns ins Land bringen kann, sage ich jetzt einmal. Also man muss ja nicht nur zur Arbeitsstätte Richtung Graz fahren oder Richtung Wien oder Wiener Neustadt oder Eisenstadt. Wir haben ja natürlich die Möglichkeit, das ist hier keine Einbahnstraße, dass man hier auch Menschen touristisch ganz einfach in unser wunderschönes Südburgenland bringt. Letztendlich angesprochen, die Gäste, die unser Rad nutzen, nicht vor 15 Jahren unmöglich, wenn das jemand gesagt hätte, der Radverkehr wird eigentlich nicht nur so gut forciert, sondern er wird auch angenommen. Heute schon teilweise als Verkehrsmittel, aber natürlich auch die Gäste, die zu uns kommen und den Radverkehr urlaubsmäßig Destination bieten, haben wir ja direkt hier auch einen Radweg, der sehr genutzt wird, sage ich jetzt einmal. Ich bin auch sehr dankbar als Nachbarbürgermeister, hier auch einen Radweg zu bekommen. Das Land Burgenland nimmt sehr viel Geld in die Hand, auch in dieser Weise. Ja, und somit sage ich jetzt einmal Danke vor allem an dich, Michi. Ich weiß es, was das bedeutet, eine Gemeinde dort erfolgreich zu führen. Das fällt nicht vom Himmel. Das alles, was du jetzt vorhin angesprochen hast, wenn man sagt, wir steigen in der Bevölkerung, die Feuerwehr wird wiederum ausgestattet. Das hat ja auch einen Grund. Wenn wir zum Sterben verurteilt sind, braucht man nicht investieren in irgendwas, sondern wir haben eine gute Entwicklung, auf die wir stolz sind. Alle Menschen messen wir dafür, was geben. Sehr viel geben, sage ich jetzt einmal. Und das spiegelt sich wieder. Vor allem dir, Barbara, Kompliment, und ich weiß auch, dass das nicht eine Entscheidung ist, wo man sagt, okay, probieren wir es halt einmal, sondern das ist ja eine Entscheidung, wo man Verantwortung trägt, persönlich, aber natürlich für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in dem Sinn, herzliches Dankeschön und alles Gute. Ja, ich darf mir in der Pressekonferenz eine Zusammenfassung und warum wir diese Pressekonferenz heute hier machen. Das Erste ist, dass wir Ihnen sagen wollten, das Südburgenland pumpt, die Touristen und Touristinnen, egal woher sie kommen, schätzen unsere Region, erfahren hier, welche höchste Lebensqualität wir haben. Die Zahlen gehen wieder nach oben, nach Corona-Jahren, Gott sei Dank. Neue Gästeschichten, die Geschichte, mit warum die Motivation so groß ist, dass sie zu uns kommen, ist ganz klar Natur, Erleben, Ruhe, Erholung und trotzdem Bewegung, aktiv sein, Radfahren ist also absolut im Trend. Das geht vom Kellerstöckl, wo ich vor einigen Wochen ja die neue Kellerstöckl-Richtlinie am Chatterberg präsentieren durfte, die auch die Möglichkeit mit den Kellerstöckeln jetzt eröffnet. Und all die Menschen verbindet eines, es gefällt ihnen in der Region. Zweitens, herzlichen Glückwunsch, Frau Bürgermeisterin, zu dieser großartigen Entwicklung. Geht wirklich bergauf und bei aller Verantwortung kann ich nur das Kompliment aussprechen, du machst es hervorragend. Und zum Dritten wollten wir natürlich gerade auch der neuen Pächterin unser Dankeschön und unsere Wertschätzung aussprechen, weil es ganz wichtig ist, dass das genau jetzt mit Innovation, ich finde es ganz toll, dieses um den See herumgehen mit einem mobilen Zulieferer, das ist wichtig, weil jeder will nicht daher kommen, sondern der will auf seinem Platz liegen oder wie auch immer. Einfach neue Ideen und ich bin sicher, dass das funktionieren wird. Wir bedanken uns natürlich bei Ihnen seitens der Presse, dass Sie gekommen sind und es wird höchste Zeit.